Also der asozial-Steil hier. Kanten hat's auch noch. Gibt's hier keinen Lift? In der heutigen Episode von On-Trail-Fahrtechnik zeigen wir euch, wie ihr ordentlich über Stufen und Kanten kommt. Denn schon Konfuzius sagte, musst du absteigen an der Kante, ist das eine riesen Schande. Nach den Tipps und Kniffen folgt wie immer ein lustiger Eistierentrick. Viel Spaß beim Schauen und Üben. Die Vorbereitung. Grundsätzlich gilt, dass wir wegen der benötigten Bewegungsumfänge Platz brauchen. Senke also besonders im flacheren Gelände den Sattel gern etwas ab. Weniger bis gar nicht, wenn es berghoch geht. Gerade berghoch brauchst du aber einen passenden Gang. Wähle diesen weise, weder zu leicht noch zu schwer. Kleiner Mini-Eistierentrick am Rande. Um cool im Stand schalten zu können, betätige beim Körperschwerpunkt nach vorne werfen deine Vorderradbremse. Sobald das Hinterrad steigt, beginne zu treten und schalte am Trigger in die gewünschte Richtung. Wichtig, halte dabei ordentlich Körperspannung. Stufe überwinden im Flachen. In Episode 2 haben wir euch schon gezeigt, wie ihr eure Räder im Flachen vom Boden bekommt. Ganz kurz und knapp geht das so. Fahrt in der Grundposition an, aktiviert euch, indem ihr den Körperschwerpunkt durch Beugung der Beine und Arme absenkt. Nun bringt den Körperschwerpunkt dynamisch nach oben, leicht hinten. Die langen Arme nehmen das Vorderrad mit. Platziert das Vorderrad so, dass es etwas hinterhalb der Kante eures Hindernisses landet. Um das Hinterrad hochzubekommen, geht wieder in die Vorspannung, bringt nun den Körperschwerpunkt dynamisch nach oben vorne. Durch Spannungsaufbau zwischen Pedalen und Lenker könnt ihr das Hinterrad einfach mitnehmen. Mit dieser Technik kommt ihr entspannt über niedrige bis mittlere Hindernisse. Je höher das Hindernis, desto mehr Impuls braucht ihr und desto früher müsst ihr die Bewegung entkoppeln. Typische Fehlerbilder dabei sind falsche oder gar keine Körperschwerpunktverlagerung, falsches Timing, mangelnder oder falsch gesetzter Impuls, mangelnde Körperspannung. Eure Füße werden euch verlassen. Stufe in Steigung mit Schwung. Steigern wir das Ganze nun etwas und suchen uns eine Stufe in einer leichten Steigung. Für eben beschriebene Technik müsst ihr ausreichend Schwung aufbauen. Beschleunigt also vor der Kante, was eure dürren Haxen hergeben. Es folgt dann die Bewegung wie eben beschrieben. Nur, dass ihr beim Vorderrad entlasten wirklich nur nach oben geht. Typische Fehlerbilder dabei sind zu wenig Schwung und ihr bleibt dann voll hängen. Falsches Timing und das Vorderrad rauscht voll gegen die Kante. Stufe in Steigung mit Paddlekick. Zuweilen steht man wie der Ochs vom Berg, beziehungsweise halt ohne Schwung vor einer Stufe. Guter Rat ist teuer oder halt umsonst, wie hier bei uns. Denn mit wohl dosierten Pedaleinsätzen kommt ihr auch über höhere Kanten. Koordiniert eure Pedale so, dass ihr mit eurem hinteren Fuß durch einen Paddlekick das Vorderrad entlasten könnt. Wenn nun das Vorderrad oben ist, seid ihr wieder in eurer gewohnten Position und könnt durch ein dynamisches Bewegen des Körperschwerpunkts nach oben vorne euer Hinterrad nachholen. Sobald wie möglich, tretet weiter. Üben kann man das natürlich auch entspannt im Flachen. Typische Fehler dabei sind Kick durch den falschen Fuß, falsches Timing, mangelnde Dynamik. Der Eisdielentrick hoch aufs Hinterteil per Bump-Hop. Der hoch aufs Hinterteil-Hüpfer per Bump-Hop. Irgendwo mit dem Bike hoch oder drüber ist immer cool, doch es geht natürlich auch in lässig. Etwa hoch und auf dem Hinterrad weiter. Sucht euch dafür ein Hindernis mit einer im Idealfall etwas schrägen Kante. Fahrt gemächlich an, ein Paddlekick holt euer Vorderrad hoch. Nun wird es etwas komplizierter. Dotzt nun mit eurem Vorderrad bewusst gegen die schräge Kante. Dadurch federt eure Gabel und Reifen etwas ein, infolgedessen sie aber auch ausfedern und eure Front nach oben vorne feuert. Diese Bewegung müsst ihr nun nutzen und aus den Beinen nach oben springen. Beugt die Arme leicht und versucht den Körperschwerpunkt nach hinten zu bringen, damit das Vorderrad nicht absackt. Sobald das gebremste Hinterrad auf dem Hindernis landet, löst die Bremse und stabilisiert euch durch einen Paddlekick. Mit ebenso einen könnt ihr einfach wieder vom Stein abspringen. Üben könnt und solltet ihr das natürlich im Flachen, indem ihr etwa ein Hop-to-Backwheel übt. Das war's schon wieder mit Fahrtechnik on Trail Episode 11. Beim nächsten Mal zeigen wir euch weitere noch viel coolere Sachen, wo ich es auch gar nicht so genau weiß, was wir machen, aber es wird super lässig. Schaut rein und lasst euch überraschen. Servus.